Als die Kirche von Brisago vor Jahren einen Organisten suchte, meldete sich ein Mädchen aus dem Dorf. Es hatte noch nie Orgel gespielt und konnte keine Noten lesen. Aber es hatte Ehrgeiz und Talent. Aus der Organistin von damals wurde die größte Entertainerin der Schweiz, Nella Martinetti. Die 64-Jährige ist todkrank, sie hat Krebs. Zudem leidet sie wegen einer seltenen Rheumaerkrankung unter permanenten Schmerzen. Ich mache jetzt eine Kerze an für mich, für meine Krankheit. Und vor allem für alle anderen Kranke auf der Welt. Ich habe mich nie gefragt, warum mich. Warum mich? Es ist mein Schicksal. Ich akzeptiere es so, wie es ist. Lange wird es nicht mehr sein. Also es gibt Momente, wo ich wirklich denke, nein, Nella. Jetzt habe ich die Kraft nicht mehr. Liebe Zuschauer, schenken Sie jetzt Ihre Aufmerksamkeit und verschwenden Sie Ihre Beifallsfreudigkeit für den singenden Wirbelwind aus Brisago für Nella Martinetti. Alle miteinander! Bionda, bella, bionda, oi biondi Nella d'amor. Aprite! Ihre ganz großen Erfolge feiert Nella Martinetti in den 70er und 80er Jahren. Mit Bella Musica gewinnt sie 1986 den Grand Prix der Volksmusik. Bis heute ist sie die Einzige, die mit einem selbst komponierten und getexteten Lied gewann. Der Hit verkaufte sich 2,5 Millionen Mal. Große Erfolge feiert sie auch als Texterin. Peter Su und Marc und Daniela Simons treten mit ihren Texten beim Concours Eurovision de la Chanson auf. «1988 gewinnt Céline Dion den Concours. Es ist der Start zu einer unglaublichen Karriere. Texterin des Siegerliedes. And Miss Nella Martinetti. Oh, thank you very much. This is our composer Nella Martinetti. Aber auch das gehört zu Nella Martinettis Leben. Sie ist die Skandalnudel der Klatschspalten, die sich für keine Peinlichkeit zu schade ist. Um ihre Sucht nach Aufmerksamkeit zu stillen, liefert sie bereitwillig Geschichtchen und Skandälchen. Bei einer wie ihr glaubten deshalb viele an einen PR-Gag, als die Meldung ihrer Krebserkrankung kam. Das hat Nella Martinetti tief getroffen, denn der Bauchspeicheldrüsenkrebs ist traurige Realität. Und auch der Rollstuhl ist keine Show. Wegen ihrer Rheumaerkrankung, der Fibromyalgie, hat sie permanente Schmerzen und kann kaum gehen. Nach 2 Chemotherapien stehen nun wieder Bestrahlungen an. Die Behandlungen erhöhen lediglich die Lebensqualität. Eine Heilung ist ausgeschlossen. Das weiß Nella Martinetti. Ich bin jetzt 64 und ich habe mich entschieden, ich will mir nicht mehr wehtun. Das hat wie eine Psychoanalyse. Ich bin schon bei gewissen Psychiatern, die sogenannte, ich könnte sie alle umbringen. Und ich sage dir, niemand hat mir geholfen. Aber ich habe mir, wie in jeder Situation, oder? Habe ich mir geholfen. Wirklich ein hartes Gespräch mit mir geführt. Jetzt
vorwärts schauen, genießen den Moment und basta. Und es funktioniert. Hallo. Nach der anstrengenden Behandlung belohnt sich Nella Martinetti mit einem Plausch an ihrem liebsten Stammtisch. Nein, weißt du, das nächste Mal wieder. Ciao, Piccoline. Oh, Gott, was grüßt mich? Oh, mir zieht die Christa. Schön, dass du da bist. Danke. Der Besuch bei Christa im Industriequartier von Jona ist in diesen schweren Zeiten zum Ritual geworden. Hier fühlt sich Nella Martinetti wohl. Hier trifft sie Menschen, die sie so akzeptieren, wie sie ist. Das ist recht gross. Ja, ja, ich hab's dir gesagt. Ja. Mein letzter Auftritt, bevor ich gehe. Wieder einmal ist Nella Martinetti mit einer reißerischen Schlagzeile im Blick. Sie räumt aber ein, dass sie das dem Journalisten schon irgendwie so gesagt habe. Aber der hat es nur gemacht, dass nicht so schnell muss. Ich war eine Blickfrau. Seit dem Anfang, ein Fotograf vom Blick hat gefragt, ich habe ihn getroffen und in einem Nightclub und ich habe gesagt, du bist von Blick, du schenkst mir ein Foto. Und er hat wirklich ein legendäres Bild gemacht von ihm, von mir, mit einer Brissago-Stumpe in dem Mall, ganz jung und schöne Löckli. Das ist aber vor fast 40 Jahren her. Und seitdem habe ich Blick ist, wo Blick ist, bin ich dabei, oder? Fertig, Schluss. Sie hat mir schon also einige Male Unrecht gemacht. Aber ich verzeihe gerne. Nella Martinetti liefert zuverlässig Stoff für Schlagzeilen und bekommt im Gegenzug die Aufmerksamkeit, nach der sie sich so sehr sehnt. Im Notfall erfindet sie sogar eine Romanze mit einem Jüngling, um in die Schlagzeilen zu kommen. Selbst ihre unheilbare Krebserkrankung breitet sie in den Medien aus. La Campana, il Du willst auch mit dem Tod die letzte Schlagzeile dann machen? Sicher. Es ist unmöglich, keine Schlagzeile, oder? Nella tot, das sehe ich schon rot, oder kurz. Ja. Mein Leben besteht aus Schlagzeilen. Das ist unglaublich, du. Ist aber auch ein bisschen zynisch, mit dem Tod sich noch mal auf die letzte grosse Schlagzeile freuen. Ja, ich freue mich. Es ist nicht, dass ich mich freue, aber das ist Realität, oder? Ich schaue ins Gesicht die Realität, oder? Und ja, ein bisschen zynisch ist es schon, oder? Reporter begleitet Nella Martinetti und ihre langjährige Freundin Marianne Schneebeli durch Brissago. Wir wollen die Nella hinter den Schlagzeilen kennenlernen. Die begnadete Entertainerin macht seit Jahren vor allem neben der Bühne Schlagzeilen. Mit Geschichten, die selbst bei Fans oft Kopfschütteln auslösen. Warum liegen bei ihr Applaus und Abgrund so nah beisammen? Das ist das Portal, das mysteriöse Portal. Ist noch immer noch intakt geblieben, wie es war, oder? Und das geht in unserem Garten. Wunderschön. Wunderschön. Wo sind wir denn da? Bei mir zu Hause, von Anno dazumal, da haben wir gespielt Boccia, so Boccia, mit kleinen Kugeln. Und Hortensien und die Vegetation ist fantastisch hier drin. Nella Martinetti wächst mit ihrer älteren Schwester und dem kleinen Bruder in Brissago auf. Das Haus der Familie ist gemietet, die Verhältnisse einfach. Der Vater arbeitet als Mechaniker und Buschauffeur. Die junge Nella macht eine Ausbildung als Kindergärtnerin. Sie liebt ihren Beruf über alles. Noch heute ist sie überzeugt, ihr Leben wäre ein besseres gewesen, wenn sie Kindergärtnerin geblieben wäre. Nella entdeckt die Musik. Sie spielt Gitarre und Harmonium. Ihr Bruder begleitet sie auf dem Schlagzeug.
Wir haben einmal gesungen, mein Bruder und ich. Hang on, Sloopy, Sloopy, hang on. Und die sind gekommen, die haben gesagt, aber ihr müsst rausgehen. Ihr müsst spielen, irgendwo im Dorf. Im Restaurant Flamingo geben die Geschwister Martinetti ihre ersten Konzerte. Nella ist der Paradiesvogel im Dorf. Braucht man ein kesses Postkartensujet, fragt man sie. Nella weiß schon damals ganz genau, wie sie die Aufmerksamkeit des Publikums gewinnt. Eines Tages besucht der Produzent von Freddie Quinn eines ihrer Konzerte. Dann geht alles sehr schnell. Dynamit aus Ascona. Zurzeit Dynamit aus Ascona in Berlin. Start Nummer 11, Titel. Junge, Junge, du bist eine Woche, die 11. Die Tessinerin wird über Nacht zum Star. Die Strapazen der ausgedehnten Tourneen machen ihr schwer zu schaffen. Doch das Scheinwerferlicht wird zur Sucht, der sie alles unterordnet. Würdest du dem zustimmen, dass du ein Suchtmensch bist? Ja. Ich bin kamerasüchtig. Tablettensüchtig gewesen? Auch. Alkoholsüchtig? Nein, das nicht mehr. Ich bin gewesen. Gewesen, sag ich. Ja. Aber ich habe das Gefühl, du bist auch liebessüchtig, Skiwerferlichtsüchtig. Skiwerferlicht. Und ich weiß, das ist eine Katastrophe. Jedes Mal, dass ich vor den Scheinwerfer, wenn die Scheinwerfer losgehen, oder? Super Trooper. Ich bin eine andere. Es stimmt schon, ich bin ein bisschen verrückt. Viele sagen es. Viele sagen, sie, ich bin verrückt. Und sie haben nicht Unrecht. Aus dem Mädchen, das als Kindergärtnerin so glücklich war, wird ein internationaler Star. Für ihre Karriere opfert sie den Traum von einer eigenen Familie. Als sie unverhofft schwanger wird, treibt sie das Kind ab. Ja, mein Kind hätte jetzt über 30 Jahre. Und ich hinterlasse auf der Erde, außer meine paar Lieder, gar nichts. Das ist traurig. Im Scheinwerferlicht verkehrt Nella Martinetti mit den großen Stars. Im Schatten driftet sie ab in die Tablettensucht, in den Alkohol. Der fröhliche Wirbelwind ist todunglücklich mit seinem Leben. Nach 20 gemeinsamen Jahren zerbricht auch noch die große Liebe. Wenn ich zurückdenke, dann sehe ich nur schwarz. Alles ist nicht schön, nicht schön. Ich hab wirklich gelitten. Jetzt bin ich krank, todkrank. Aber du glaubst mir nicht, es geht mir besser. Ich bin im Innen sehr ruhig geworden und ich fühle mich besser. Ich weine auch nicht mehr. Früher habe ich für gar nichts geweint und jetzt weine ich fast nicht mehr, oder? Sacromonte heißt es hier. Da bin ich gewesen. Hast du denn da? Halt und Ruhe findet sie bei ihrer Freundin Marianne Schneebeli. Seit 25 Jahren wohnen die beiden Frauen zusammen. Eine hier. Und was hast du gemacht da? Mit der meiner Gitarre habe ich gesamte Lieder von Elvis Presley. Da so schmal. Und ich saß ganz drauf, oder mit meiner Gitarre. Aber das hast du nur für dich gemacht? Für mich, ja. Und dann bin ich doch weiter, weißt du. Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Die stille und zurückhaltende Marianne Schneebeli und Nella, der Paradiesvogel. Gegensätze, die sich wunderbar ergänzen. Nella hat selbst intimste Details ihres Lebens in der Öffentlichkeit ausgebreitet. Marianne blieb immer diskret im Hintergrund. Grün. Manchmal haben wir ein bisschen Lampen wegen der Presse, muss ich sagen. Das ist auch so ein Punkt, wo man überhaupt nicht auf der gleichen Welle tickt. Also die
Offenheit von der Nella, die ich einerseits wirklich extrem schätze und auch toll finde. Andererseits finde ich manchmal, hat jetzt das müssen sein und das ist jetzt, das ist nicht so mein Ding. Und da gibt es dann halt manchmal auch ein bisschen Lampen. Aber auch dort, ich meine, Nella ist ein Mensch. Aber ich gewinne immer. Das ist eben das Problem. Nella ist ein Mensch, wo man eigentlich, wenn sie etwas will, argumentlos gegenübersteht. Und auch wenn man dann sauer wird oder findet, das war jetzt too much, sie macht es eh. Also, sie ist eine, nur wenn der Name steht, Nella Martinetti in der Zeitung, schon schreit sie. Nein, das ist nicht wahr. Oh. Nein, das ist nicht wahr. Nein, das stimmt nicht. Ich finde einfach, man muss auch nicht immer alles ausplaudern. Und das ist so ein bisschen mein... Es gibt ja noch viele Sachen, die ich zu erzählen habe. Gut, aber und eben, also... Und es hat ein paar Skandale, die gross sind. Aber die habe ich für mich behalten und die werden nicht rauskommen. Seit Nella schwer krank ist, kümmert sich Marianne Schnäbeli in jeder freien Minute um sie. Manchmal sage ich, was kann ich dir kaufen? Was kann ich dir schenken? Und sie sagt mir immer, ich habe dich und das reicht. Sehr großzügig. Sehr großzügige Frau. Ich liebe sie sehr, platonisch gesehen, oder? Eine bessere Person gibt's nicht. Wenn sie kann zu Hause sein, dann bleibt sie zu Hause. Sie sagt, ich will jede Stunde mit dir verbringen. Jede Stunde, die uns noch bleibt, mit dir verbringen. Das ist schön. Das ist Liebe. Dann hast du das Liebesglück doch noch gefunden. Aber es ist nicht dasselbe. Das kann man nicht vergleichen. Ein Mann ist ein Mann. Und mir fehlt immer noch ein Mann, der mich nimmt in seine Arme, mich tröstet, mir Kraft gibt, mit Sex, mit allem, was dazugehört, oder? Ich bin jetzt seit 10 Jahren ohne Mann, ohne Sex. Und das ist traurig. Nella Martinetti hat sich diesen Ausflug speziell gewünscht. Wir sind unterwegs zur Osteria Borei, hoch über dem Lago Maggiore. Schau mal da, du. Schau mal da. Sie hat Freunde zu einem geselligen Nachmittag eingeladen. Eine fröhliche, heile Welt. Hey, Nicole! Saluti a tutti, ne? Der Krebs und die Schmerzen sollen für einige Stunden vergessen sein. Oh, guarda che meraviglia! Oh, che bello! Doch die Unbeschwertheit hat einen Makel. Nellas Geschwister sind nicht hier. Zu ihrer Schwester hat sie seit Jahren keinen Kontakt mehr. Und ihr Bruder will sich lieber nicht zusammen mit ihr vor der Kamera zeigen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie nicht erscheinen, dass sie nicht kommen. Das tut weh. Das würde dir viel bedeuten. Ja, sehr. Vor allem mein Bruder, den ich sehr liebe. Aber leider ist es so. Fino adesso è un lifting del mio amico. No, mamma, quattro cavalli che trottano sotto la timonella. Questa è l'ora bella, questa è l'ora bella. Nella hat sich ihr Glück ein Leben lang selbst erkämpft. Und wenn sie sich etwas vorgenommen hat, erreicht sie das auch. Darum regiert heute die Fröhlichkeit. Trotz allem. Che bella notte che fa, in gondoletta si va, con la ninetta bella. Wow! Questo me la ricordo!
guarda ancora che meraviglia. 490 Leute. Oi. Samstagabend im Fernsehstudio in Zürich. Die Schweizer Ausscheidung zum Grand Prix der Volksmusik steht an. Nella Martinetti wird als Stargast auftreten. Hallo, hallo. Wie geht's? Ja, danke, gut. Bist du in Form? Hä? Ja, ja, das kommt schon. Gell? Viel Vergnügen. Ciao, dir auch. Hä? Seit sie den Grand Prix der Volksmusik mit dem Lied Bella Musica vor 25 Jahren gewonnen hat, genießt sie Kultstatus. Obwohl es niemand ausspricht, ist allen bewusst, dies könnte ihr letzter Auftritt im Schweizer Fernsehen sein. Nella verbringt ihre Tage oft einsam in ihrem Haus in Jona. Sie genießt es wieder einmal, im Rampenlicht zu stehen. Im Aufenthaltsraum wartet Nella Martinetti auf ihren Einsatz. Bis zuletzt war unklar, ob sie trotz der Schmerzen auftreten kann. Jetzt müssen wir gerade schnell bremsen, gell? Willst du die Tour anlassen? Müssen wir hier die Bremse lösen? Ja. Super. Danke. Willst du schnell das Nella Martinetti! Den Rollstuhl sieht das TV-Publikum nicht. Es erlebt eine fröhliche Nella hinter einer auffälligen Balustrade. Die wurde extra aufgestellt, damit sich Nella abstützen kann, wenn die Schmerzen zu stark werden. Marianne Schneebeli fiebert hinter der Bühne mit. Sie weiß, wie viel Nella dieser Auftritt bedeutet. Und was in diesem Moment in ihrer Freundin vorgeht. Stehende Ovationen für eine große Entertainerin, die die Herzen des Publikums noch immer im Sturm erobert. Und wer in diese Augen schaut, erlebt innerhalb weniger Sekunden das Drama von Nellas Leben. Ihre unstillbare Sehnsucht nach der Liebe des Publikums und der Absturz in die Realität, wenn das Scheinwerferlicht erlischt. Weißt du, wenn so eine Emotion kommt dazu. Das hat mich emotionell sehr, sehr gerührt, sehr gerührt. Ich habe immer noch Tränen in den Augen. Es ist ein herrliches Gefühl. Ich wünschte mir in diesem Moment, dass meine Eltern, die nicht mehr sind, zuschauen könnten. Die hätten eine Freude, wahnsinnig. Obwohl sie sonst um diese Zeit längst im Bett liegt, will Nella noch den Apéro nach der Sendung besuchen. Ja, toll. Jetzt bin ich. Dure, dure, dure. Du hast schön. Bitte, bitte. Und ich wünsche dir viel, viel Kraft. Danke vielmals. Alle geben mir so una pacca sulla spalla, wenn sie mich sehen, oder? Coraggio, coraggio, avanti Nella, forza Nella. Forza. Ja. Forza. Nein, sie finde keinen Trost in der Religion. Und ja, die Formulare einer Sterbehilfeorganisation lägen zu Hause bereit. Sagt es und feiert das Leben. Dio ci ha mandato, alleluia,
il suo Salvatore. Alleluia. Dio ci ha mandato, alleluia, il suo Salvatore, alleluia.